Glotz. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Symphony of the Night. Hui. Warte mal, das ist alles schnell hergekriegt. Hingekriegt. Okay, ich weiß nicht mehr, wir haben letztes Mal das Kolosseum gemacht, daran erinnere ich mich noch. Haben jetzt die Nebelform und das heißt, wir können jetzt wieder zur Bibliothek. Und oben waren wir schon. Ja, wir müssen zur Bibliothek. Okay, na dann. Das ist schneller bei mir, glaube ich, hier lang gehen. Ja, erstmal speichern, genau. Speichern, wichtig. Ich dachte, das wäre ein Teleporter. Gut. Ich bin stolz auf mich. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, haben wir ja letztes Mal Monster Hunter gestreamt. Und habe an dem Tag auch gleich alles gerendert bekommen. Das macht mich schon happy. Das heißt, ich bin wieder gut vorbereitet. Ich muss mir bis wahrscheinlich bald das nächste Spiel nach Stray raussuchen, weil Stray wird wahrscheinlich bald nicht mehr so lange gehen. Der ist der erste Stream nämlich fast fertig gerendert, wahrscheinlich. Ich muss noch nachgucken, aber sollte so sein. Einmal runter, richtig. Genau, hier ist es. So. Ja. Freut mich auf jeden Fall. Also, das ist immer wieder gut. Vorbereitet zu sein ist immer wieder gut. Ja. Wie viel Geld haben wir denn? 18.000. Naja. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. So, stimmt ja, ich habe vergessen, ich habe mir den Schlagring ausgerüstet. Da war ja was. Der Schlagring ist schon witzig, muss man mal dazu sagen. Ach Mensch. Kannst du bitte aus meinem Gesicht rausgehen? Dankeschön. Doofes Buch, ey. Speichern ist immer eine gute Idee. Hey, wir hatten 169, nice. Wir haben ja noch das Wasserlevel, haben wir noch vor uns. Ich hasse diese Viecher, ne? Blöde, ne? Danke. Oh mein Gott. Flöhe sind so nervig, ey. Och, komm schon, Alter. Alter. Ist okay. Oh. Haben wir ja schon besiegt das letzte Mal. Hier gehen wir vorbei und da haben wir die Fledermausseele. Nice. Geil. Jetzt kommen wir eigentlich zu jedem Ort hin. Cool. Jetzt können wir eigentlich wirklich überall langlaufen. Nice. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir das ganze Schloss erkunden. Immerhin. Wenigstens etwas. Haben wir hier noch irgendetwas? Nee.
Gut, dann können wir hier wieder gehen. Wieso war die Fledermaus vom Dach hier? Ich glaube, die gab es woanders. Naja, macht ja nichts. Immerhin haben wir sie jetzt. Außerdem brauchen wir die sowieso, weil es einen Ort gibt, wo wir ja lang fliegen müssen. Das ist dieser eine Raum, wo wir den Kloster hinten. Da hinten ist das. Also oben links auf der Karte. Das heißt, wir können uns ruhig Zeit lassen, da hinzugehen und so. Wir können uns jetzt hier in Ruhe umschauen. Uns drängt nichts. Ist schon was Positives. So, und jetzt kann ich auch wieder mein Dings ausrüsten. Gott sei Dank. Ups. Genau, wir haben hier oben nämlich was. Was? Eine Feenkarte haben wir erhalten. Da. Ruht Feenintimus. Und da haben wir eine Fee. Nice. Wir haben einen Begleiter. Da haben wir's. Fee. So, wo haben wir denn noch was? Da ganz oben rechts haben wir noch was. Da können wir eigentlich auch schnell hingehen. Ich glaube, die Fee heilt mich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, glaube ich, besser, wenn ich hier doch noch den heiligen Stab nehme. Ziemlich anfällig gegeben. Also die Fee ist eigentlich schon nicht schlecht. Okay, das Buch hat mir gerade nicht Angst gemacht. Wag es dir. Okay. Nice. Ja, wir müssen hier raus. Heilung, wir müssen hier durch. Und dann müssen wir hier hoch. Gut, dass wir das schon freigeschalten haben. Aua. Nächster Teleporter, da müssen wir nicht hin. Geld. Irgendwo bei diesem Maschinenraum war ja auch noch was. Okay. Da drüben habe ich schon betätigt, das war für den Aufzug. Ich würde sagen, wir gehen vorher nochmal speichern. Wenn ich jetzt mal da hochspringe, runter. Danke. Achso, oh nee. Ich habe versucht, das neue Labyrinth-Game vorzubestellen, aber die Deluxe-Edition, die es dafür gibt, leider schippen die noch nicht nach Deutschland. Ich muss mal im November gucken oder so. Hat die Fee eigentlich Arme? Sieht aus, als hätte sie keine Arme. Doch, hat sie. Sie hält sie bloß hinter den Rücken. Okay. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. So, hier oben ist auf jeden Fall was. Ich weiß, dass hier noch Ausrüstung war. Also irgendwo lag hier Ausrüstung. Oh. Wilde Maus Feuer erhalten. Wir können jetzt Feuerwelle spucken. Ui. Insane. Nice. Ein Eisenpanzer. Ein Eispanzer.
Stark gegen Eisangriffe. Man hat bessere Verteidigung. Warum nicht? Wir haben ein neues Schwert erhalten. Direktes Kriegsschwert. Ist auf jeden Fall besser. Und wir haben ein neues Schild. Nice. Falsche Taste. Ich werde das hier aktivieren. Ich muss eins hoch. Irgendwo hier. Oh. Ich muss gerade erschrocken, weil irgendjemand draußen irgendwas gemacht hat, ey. Tschüss. Na, hier könnten wir noch fliegen, ne? Wenn wir schon dabei sind, wie gesagt, wir können ruhig alles aufdecken, das macht nichts. Fällt der Maus vom Verbot ist ein bisschen mal, ne? Hui! Hui! Oh nee. Was macht er nicht? Wir können ja hochfliegen. Gott sei Dank. Das erspart definitiv Zeit. Hier rüste ich ganz kurz den Spiegelhorn nicht aus. Ich habe nämlich keine Lust, versteinert zu werden. Das ist hier nämlich eine große Rolle. Ah ja, natürlich. Danke. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich hier machen muss, um das Tor zu öffnen. Was musste man davon machen? Weird aus. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu daran zu erinnern, was man da hätte, was man da machen musste. Oh, puh. Ich bin in der Taschenuhr. Taschenuhr würde ich schon gerne behalten, ehrlich gesagt. Gab's den Teleporter in der Nähe? Ja, da hinten gab's einen. Oh. Wir können auch noch mal ganz fix zurückgehen. Oh, nee. Okay, Gott sei Dank. Oh, komm schon. Wo liegt denn auf einmal hier überall Objekte, ey? Aua. Freund dich von diesen riesen Knochenschädel auf jeden Fall. So. Na dann, gehen wir hier lang. Alles erkunden, nice. Alles erkunden, so was wie so. Ja, da oben, wir müssen halt da oben links hin. Wir hätten auch nochmal hochgehen können, da oben war noch was, aber wir kommen eh später nochmal da hin. Von daher macht das keinen Unterschied. Es hat angefangen zu regnen. Cool. Aua. Au. Au. Voll das Geld, danke. Da auf. Fuck.
Aber hey, Alucard duckt sich schon, wenn es nach oben fährt. Also weiß er ja so ein bisschen, wie der Aufzug funktioniert. Schon mal schon ein Fortschritt, I guess. Okay, da ist die Ursache, da kommen wir noch hin. Da hoch könnten wir jetzt noch. Ja. Wo kommen wir denn jetzt überhaupt raus? Das ist erstmal die nächste Frage. Wo kommen wir denn überhaupt jetzt mal raus? Wir kommen gerade hier oben raus. Hier wollen wir erstmal nicht hin. Hier wollen wir später hin. Genau, hier können wir lang gehen erstmal. Da haben wir einen Ort, wo wir hochfliegen können. Na, das ist mal. Moonfeuer. Geht sehr weit nach oben. Glückstrank ist einfach eine Pille. Okay. Ein S-Dock. So eine Waffe. Stoßschwert, zwei Hand. Nee. Ich kann ein bisschen gestehen, ich erinnere mich an den Ort nicht. Oh doch, warte, ich erinnere mich doch wieder. Na, Moment. Oh nee, die Bibel will ich nicht. Das klingt so verkehrt. Oh nee, die Bibel will ich nicht. Eisenkugel. Oh nee, ich erinnere mich, was hier kommt. Oh nee. Hallo. Ja, ja, du bist super und so. Sind ich noch eine zweite Form? Wow. Potion ist ne. Ach, sie benutzt einfach so mein Potion. Ach so, okay. Dead. Cool. I hope that you might, but all for nothing. Ich erinnere mich wieder an den Boss. Der Boss war schwierig. Kann auch sein, dass er ein Zusatz war. Was, ich weiß noch, es gab einen sehr schweren optionalen Boss. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ist eine Weile her. Okay. Sehr schön. Fitz Batman. Oh, eine rote Fledermaus. Not bad. Ich mag, dass es sich halt an den Capern passt. Okay, also wird alles einsammeln. Wir haben nicht so viel Progress verloren, es geht noch. Es hält sich in Grenzen.